Hallöchen und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr auch kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute meine Neuzugänge vom März einmal vorstellen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Im Monat März ist bei mir nicht so viel Neues dazugekommen und auch wenn das Video jetzt dadurch dann nur sehr kurz sein wird, wollte ich es euch trotzdem nicht vorenthalten, denn bei mir ist mein Thalia-Paket angekommen, das ich einmal auspacken werde. Und als erstes freue ich mich sehr darauf, dass bei mir jetzt der zweite Teil von Kingdoms of Smoke einziehen wird, Dämonenzorn von Sally Green. Ich habe ja den ersten Teil total geliebt. Also der hat mich, ich will nicht sagen überrascht, weil ich habe halt gehofft, dass es so gut wird, wie es denn noch war. Und fand das mit den verschiedenen Charakteren toll, deren Schicksal dann miteinander auch verknüpft ist. Und es hatte ja auch ein offenes Ende, deswegen freue ich mich sehr, demnächst dann auch gleich den zweiten Teil anfangen zu können und auch endlich zu erfahren, wie es mit den Charakteren weitergeht und auch was mit dem Charakter passiert ist, den ich auch noch so unglaublich gern mag, der aber kein Hauptcharakter ist, sondern nur eine Nebenfigur. Dann als nächstes habe ich mir noch bestellt, was ich unbedingt haben wollte, und zwar Rabenprinz von Margaret Rogerson, genau. Das war eine Story, die mich sehr fasziniert hat. Hier kommen auch Elfen wieder drin vor. Und ein Elfenprinz, der sich bei einer Porträtmalerin, oder die Porträtmalerin soll ein Bild von ihm malen und begeht dann einen Fehler, weswegen er dann in Lebensgefahr ist. Und ich glaube, Isobel hieß sie, ist die Porträtmalerin und sie möchte, da ihr ja der Fehler unterlaufen ist, ihm jetzt helfen. Und dadurch freunden sie sich eben miteinander an und verlieben sich auch ineinander. Und das ist halt eine Story, die mich sehr interessiert hat. Ich frage mich, was dann noch so alles dann eine Rolle spielt, was noch so alles dahinter steckt. Und freue mich auch sehr auf diesen Band. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Einzelband ist. Hörte sich für mich so an. Ich glaube, das ist keine Reihe. Aber wer weiß, manchmal irre ich mich ja da auch. So, und dann das Letzte, das hier im Paket war. Und auch das Letzte, eben das bei mir dann im März neu eingezogen ist. Also es wurden jetzt nur 3 Bücher. Ist, ich glaube, die ganze Reihe heißt Die dunklen Chroniken. Und das ist der erste Teil, die Chroniken von Alice, Finsternis im Wunderland von Christina Henry. Die Reihe kannte ich schon vorher, es gab die ja erst in Englisch und ich war so fasziniert von der, weil das eben eine Neuinterpretation, Adaption von Alice im Wunderland wieder ist. Also jedenfalls die ersten beiden Bände dann dieser Reihe. Und ich glaube, dann wird noch, und dann gibt es noch von Peter Pan eine und von der kleinen Meerjungfrau, glaube ich. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, es gibt insgesamt 5 Bände von dieser Reihe, soweit ich weiß. Und die waren halt alle auf Englisch und ich lese halt keine englischen Bücher, das ist mir doch zu anstrengend, weil ich kann nicht so gut Englisch und deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht und bin natürlich total glücklich, dass sie jetzt auf Deutsch übersetzt werden sollen. Und ich hoffe, dass auch alle übersetzt werden. Auf jeden Fall haben sie jetzt mit dem ersten Teil angefangen und deswegen musste ich ihn auch unbedingt haben. Was mir auch bei dem Buch wieder gefällt, ist der Buchschnitt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sehen kann. Hier diese Pfotenabdrücke, glaube ich, soll es sein. Gefällt mir sehr gut, weil ich mag auch gerne farbige Buchschnitte oder wo eben noch was drauf ist. Das ist eben schon was Besonderes, denn das haben die meisten Bücher ja nun mal nicht. Und ich muss auch sagen, dass dieses hier ein echt wirklich schönes, handliches Format hat. Ist halt ein bisschen kleiner als die anderen.
Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was bei euch im März so alles neu eingezogen ist. Bei mir ist es jetzt nicht viel geworden diesen Monat, aber es sind auf jeden Fall 3, die ich unbedingt haben wollte. Und ich gehe auch davon aus, dass die nicht so lange auf meinem Sub stehen werden, sondern dass ich die relativ schnell auch lesen werde. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen. Eure Rena. Tschüss.